Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GIGA TV Up and Coming, unserem Newsmagazin für Filme, Serien und TV-Highlights powered by TV Digital. Ich bin eure Moderatorin Lisa Oppermann und verrate euch heute mal wieder, was euch in der nächsten Zeit in der Vodafone Entertainment Welt erwartet. Mitte Mai könnt ihr euch nicht nur auf einen Haufen spannender Serien freuen, auch in Sachen Film kommt einiges auf euch zu. Ob im Stream, im TV oder in der Videothek, mit uns, Vodafone und der TV Digital verpasst ihr garantiert kein Highlight. Bevor wir aber einen Blick auf die größten Hits der kommenden Tage und Wochen riskieren, schauen wir uns doch erstmal an, wo ihr schon heute entspannt einschalten könnt. In Sachen Abwechslung kommt ihr nämlich gerade voll auf eure Kosten. Erweitere dein Fernseherlebnis mit den Vodafone Premium Sendern Pro7 Fun, Sat1 Emotions und Kabel1 Classics. Du wirst sie lieben, versprochen. Für alle Vodafone TV Kunden ohne zusätzliche Kosten vom 1. Mai bis 20. Juni. Ja! Wirklich eine tolle Überraschung. Einfach Sender über EPG auswählen und die werbeunterbrechungsfreien Inhalte genießen. Worauf warten wir noch? Entdecke fantastische Unterhaltung. Einschalten lohnt sich. Wenn euch der Sinn nach Unterhaltung steht, habt ihr jetzt die perfekte Chance. Noch bis zum 20. Juni sind nämlich die Vodafone Premium Plus Sender Sat1 Emotions und Kabel1 Classics sowie der Vodafone Premium Sender Pro7 Fun für alle Vodafone TV-KundInnen mit TV-Box und oder Smartcard ohne zusätzliche Kosten zu sehen. Genießt spektakuläre Unterhaltung ohne Werbeunterbrechung, die besten Filme und Serien und das ohne Aufpreis. Seht Action-Thriller wie The Jericho Project, witzige Komödien wie Young Adult oder die 11. Staffel der Hit-Cartoon-Serie Bob's Burgers. Zusätzlich werden auch noch die 3 Sendermediatheken freigeschaltet und stehen damit sogar allen GIGA-TV-KundInnen zur Verfügung. Die große Vodafone-Freischaltaktion funktioniert auf allen TV-Geräten mit TV-Box und oder einer Vodafone-Smartcard. Also zugreifen und ausnutzen. Oh mein Gott. Oh, Papa, was für eine Überraschung. Wie kannst du es wagen? Ein Clown verkleidet als Hitler in einem Bordell. Papa, das ist nicht Hitler, sondern Chaplin. In einem Kabarett. Da kommt Mrs. Garber. Wie geht's Emma? Wieso fragst du immer nach ihr? Mein Vater will, dass ich sie heirate. Wirklich? Wirklich. Ich bin eben deiner Mutter begegnet. Sie meinte zu meinem Vater, ich soll dich heiraten. Ja. Seit dem 5. Mai ist in der Vodafone-Videothek und Horizon-Videothek das erstklassig besetzte Zweite Weltkriegsdrama Résistance Widerstand verfügbar. Im Zentrum steht dabei der orthodoxe Jude Marcel Marceau, der sich im französischen Widerstand engagiert. Der angehende Pantomime nutzt seine Ausbildung, um eine Gruppe jüdischer Waisenkinder vor einem sadistischen Gestapo-Leiter und der Deportation in ein Konzentrationslager zu bewahren. Der Film mit den Megastars Jesse Eisenberg und Ed Harris basiert auf der wahren Lebensgeschichte des 2007 verstorbenen Pantomimen Marcel Marceau. Das macht Résistance Widerstand nur umso dringlicher und bewegender. Außerdem seht ihr Herr Saubermann Matthias Schweighöfer zur Abwechslung mal als Bösewicht. Historisches mit etwas leichteren Tönen bekommt ihr gerade aber auch beim Sony Channel geliefert. Hier läuft nämlich seit dem 10. Mai die neue 4. Staffel von The New Nurses, die Schwesternschule. Wir begrüßen heute ganz herzlich Oberschwester Fräulein Lange und eine Schülerin im ersten Jahr, Fräulein Sko. Sie erinnert mich an die gemeine Lehrerin, die wir im Kinderheim hatten. Eine neue Oberschwester stellt die Anpassungsfähigkeit der Schwestern und Pfleger auf die Probe. Seien Sie so nett und überdenken Sie Ihren Ton den Schülern gegenüber. The New Nurses, die Schwesternschule, die 4. Staffel. Die dänische Dramaserie The New Nurses spielt in einem Krankenhaus in Dänemark in den 50er Jahren, in dem eine echte Revolution stattfindet. Erstmals werden neben Frauen auch Männer als Pflegekräfte ausgebildet und das auch noch zusammen. Klassenkämpfe, geheime Partys, eifersüchtige Ärzte und festgefahrene Rollenbilder – klar, dass das zu Spannungen führt. Die 4. Staffel der beliebten Krankenhausserie ist jetzt beim Sony Channel gestartet und in den neuen Folgen kommen noch mehr Herausforderungen auf die StudentInnen und die Belegschaft zu. Kann ihr Zusammenhalt da bestehen? Das könnt ihr jetzt bei The New Nurses selbst erfahren. Sämtliche Folgen gibt es im Anschluss auch in der Sony Channel Mediathek mit GIGA TV.
Sie haben eine Methode entwickelt, mit der sie einer Person die Identität rauben. Aber weswegen? Damit Menschen Dinge tun, die sie normalerweise nie tun würden. Es fängt wieder an. Was fängt wieder an? Trickstone. Die nötige Dosis Adrenalin könnt ihr euch derzeit bei Warner TV Serie abholen. Hier läuft nämlich seit dem 12. Mai die Agenten-Action-Serie Treadstone. Im Spin-off zur gefeierten Jason-Bourne-Filmreihe mit Matt Damon steht das titelgebende CIA-Programm im Fokus, das seine Rekruten in echte Killermaschinen verwandelt. Über Jahre leben sie als normale Bürger unsichtbar in der Gesellschaft, nur um eines Tages aufzuwachen und zu eiskalt mordenden Superagenten zu mutieren. Treadstone liefert Nervenkitzel, Verwirrspiele und jede Menge beinharte Prügeleien. Die TV Digital rät, wer Jack Bauer und 24 vermisst, hier seid ihr genau richtig. Die einzelnen Folgen könnt ihr übrigens auch ganz einfach in der Warner TV Serie Mediathek mit GigaTV anschauen. Doch auch bei Netflix gibt es neuerdings eine Serie, die auf einem bekannten Kinofilm basiert. Aber erkennt ihr im Trailer auch auf welchem? One thing I know. Success is all about momentum. In court, before you can win, you gotta believe you can win. But what if you don't? Then you better fake it till you make it. Tatsächlich ist The Lincoln Lawyer die Serienversion des 2011er Crime-Thrillers Der Mandant, in dem Matthew McConaughey in die maßgeschneiderten Anzüge des Staranwalts Mickey Haller schlüpfte. Für McConaughey übernimmt in der Serie nun Manuel Garcia Rulfo das Ruder. Aber auch hier ist Mickey noch immer ein ausgemachtes Schlitzohr, das seine Geschäfte vom Rücksitz eines teuren Lincoln Continental bestreitet. Seinen moralisch oft fragwürdigen Klienten hilft er mit einem Mix aus Charme, guten Kontakten und rechtlichen Hintertürchen aus der Klemme. Doch als ihm der Fall eines mutmaßlichen Doppelmörders übertragen wird, kommt selbst Mickey an seine Grenzen. Cool, gewitzt und hochspannend, Netflix The Lincoln Lawyer ist nicht nur für Fans von Anwaltsserien einen Blick wert. Für die TV Digital ein absoluter Streaming-Tipp. Und das war auch schon What's Up. Wie ihr sehen könnt, stehen derzeit im Stream TV und in der Videothek mehr als genug Highlights für euch bereit. Aber das war noch längst nicht alles. Auch die kommenden Tage und Wochen haben euch noch so einiges zu bieten. Insbesondere ein Filmjuwel frisch aus dem Kino müsst ihr gesehen haben, auch wenn sein Hauptdarsteller gerade aus ganz anderen Gründen Schlagzeilen macht. Mehr dazu jetzt in unserer Rubrik Film der Woche. Ich glaube, Sie haben da den nächsten Michael Jordan. Oh nee, Mann, Alter. Ich hab da die nächsten zwei. Als nächstes musst du lernen, nicht nur für dich zu stehen, sondern für jedes kleine schwarze Mädchen auf der Welt. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich weiß. Die Welt hatte nie Respekt vor Richard Williams. Aber euch werden sie respektieren. Du gehst mit erhobenem Kopf daraus. Du bist ein Champion und die ganze Welt weiß das. Schauspieler Will Smith schlägt sich noch immer im wahrsten Sinne des Wortes mit den Folgen seiner Oscar-Ohrfeige herum. In den Vodafone und Horizon-Videotheken startet unterdessen aber endlich der Film, für den er dort eigentlich geehrt wurde. Und das durchaus zu Recht. In King Richard spielt er nämlich Richard Williams, den Vater der zwei erfolgreichsten und besten Tennisspielerinnen aller Zeiten, Venus und Serena Williams. Durch rigoroses Training und unkonventionelle Methoden bereitet Richard ihnen den Weg zu dem Weltruhm, den er ihnen bereits vor ihrer Geburt auf 78 Seiten vorgeplant hat. In King Richard zeigt sich Will Smith so vielschichtig wie selten zuvor. Umso trauriger ist es aber auch, dass diese Leistung durch seinen Oscar-Fehltritt überschattet wird. Ab dem 19. Mai könnt ihr euch in der Vodafone-Videothek und Horizon-Videothek selbst überzeugen. Es lohnt sich. Aber King Richard ist nicht das einzige Highlight, das ihr euch für den restlichen Mai vormerken solltet. Bei Netflix, Amazon Prime Video und im TV könnt ihr euch nämlich auf ein richtig spannendes Programm freuen. Welche Hits ihr auf jeden Fall anschauen solltet, verrate ich euch jetzt auf unserer Entertainment-Wetterkarte. Mit unserer Wettershow bleibt ihr nie im Regen stehen. Wie ihr auf unserer Karte sehen könnt, kommt gleich am 14. Mai eine schwere Sturmfront vom Atlantik auf uns zu. Bei Sky One startet endlich die dritte Staffel der Hitserie Das Boot. In der Serienfortsetzung von Wolfgang Petersens gleichnamigen Kriegsfilmklassiker ist der Zweite Weltkrieg noch immer in vollem Gange.
Insbesondere der Kampf um die Seehoheit wird mit immer härteren Methoden geführt. In der dritten Staffel folgen wir nun wieder dem U-Boot unter dem Kommando von Kapitätsleutnant Robert Ehrenberg, der im Frühjahr 1943 mit seiner Crew in die Atlantikschlacht geschickt wird. Unterdessen entwickelt sich im neutralen Lissabon ein regelrechter Spionage-Thriller. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt. Auch die dritte Staffel von Das Boot ist ein erstklassig ausgestattetes Serienerlebnis, also stecht besser gleich mit in See. Mehr Hintergründe könnt ihr auch in der aktuellen TV Digital nachlesen. Rau bleibt die Wetterlage auch am 15. Mai, dann startet beim Sender Silverline nämlich der Film Pimp a Bronx Tale. In dem abgründigen Crime-Drama dreht sich alles um die junge Wednesday, Tochter eines Zuhälters und einer Prostituierten in der Bronx. Schon früh wird sie in das Geschäft mit der käuflichen Liebe eingeführt und schickt nach dem Tod ihres Vaters bald selbst Mädchen auf die Straße. Doch der Kampf um Freier bleibt nicht lang ohne Opfer. Hart, authentisch und mit einer stark aufspielenden Hauptdarstellerin saugt euch Pimp a Bronx Tale mitten hinein in das kompromisslose Leben seiner Heldin. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Noch am selben Tag bricht die Wolkendecke auf und doch beweist das Liebesdrama Blue Valentine bei Servus TV, dass Regen und Sonnenschein manchmal sehr nah beieinander liegen. Ryan Gosling und Michelle Williams spielen hier das Paar Dean und Cindy, deren Liebe ihren Zenit bereits überschritten hat. Und doch existieren noch die Erinnerungen an ihr erstes Treffen, Liebeserklärungen auf der Ukulele und den ersten Kuss. Eine Nacht in einem Hotel soll die alten Gefühle wieder aufflammen lassen, doch ist es dafür vielleicht schon zu spät? Blue Valentine ist schmerzlich schönes Beziehungskino, voller charmanter Momente und herzzerreißender Tiefschläge. Von dieser Gefühlsachterbahn solltet ihr euch am 15. Mai mitnehmen lassen. Am 16. Mai solltet ihr euch dann gut festhalten, denn auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, bei Arte braut sich ein gewaltiger Orkan zusammen. Im gefeierten Rache-Thriller Elle spielt die Grande Dame des französischen Kinos Isabelle Huppert die eiskalt agierende Unternehmerin Michelle. Doch ihr Leben verändert sich mit einem Schlag, als sie eines Tages in ihrer Wohnung überfallen und vergewaltigt wird. Äußerlich lässt sie sich nichts anmerken, doch innerlich brodelt es. Sie will ihren Peiniger büßen lassen, im Alleingang macht sie sich auf die Suche nach dem Täter. Elle ist laut der TV Digital einer der besten Filme von Regie-Ikone Paul Verhoeven und ein Wahnsinnsauftritt von Isabelle Huppert noch dazu. Bei Netflix steht unterdessen ab dem 18. Mai wieder die heiße Sonne Mexikos an. An dem Tag geht bei dem Streaming-Giganten die dritte Staffel von Wer hat Sarah ermordet an den Start. Diese folgt Alejandro Guzmán, der unschuldig für 18 Jahre im Gefängnis saß, weil er seine Schwester Sarah ermordet haben soll. Getrieben von Rache will er nun die wahren Schuldigen finden, seiner Meinung nach die reiche Familie Lascano, eine der mächtigsten Clans des Landes. Dass es aber nicht ganz so einfach ist, haben wir bereits in den ersten beiden Staffeln von Wer hat Sarah ermordet erfahren müssen. Bringt Staffel 3 jetzt endgültig die Wahrheit ans Licht? Oder steht uns die nächste Wendung bevor? Für so manchen Twitter-User ist die Serie auf jeden Fall eine glasklare Empfehlung. Schaut euch unbedingt die Serie Wer hat Sarah ermordet an, die ist mega spannend. Auf geradezu andersweltliche Wetterphänomene müsst ihr euch dann ab dem 20. Mai einstellen. Denn die neue Amazon Prime Video-Serie Night Sky nimmt euch auf eine Reise der ganz anderen Art mit. Im Zentrum steht hier das Ehepaar Franklin und Irene, die vor vielen Jahren eine Kammer unter ihrem Garten entdecken. Diese fungierten mysteriöserweise als Portal zu einem so fremden wie einsamen Planeten. Das Paar hat seine Entdeckung immer für sich behalten, doch dann geschieht etwas, das all ihr Wissen über die Kammer komplett über den Haufen wirft. Die Mystery-Sci-Fi-Serie punktet nicht nur mit einer interessanten Prämisse, auch der Cast um Oscar-Gewinner J.K. Simmons kann sich wirklich sehen lassen. Gebt Night Sky also besser eine Chance, es könnte sich lohnen. Zu guter Letzt will ich euch noch auf einen wichtigen Wetterwechsel hinweisen, den ihr definitiv auf dem Schirm haben solltet. Der Sender Spiegel TV Wissen heißt nämlich neuerdings Curiosity Channel. Hier könnt ihr weiterhin spannende Dokus, die besten neuen Sendungen zum Thema Wissen und vieles mehr sehen. Und bald kommen noch jede Menge neue Formate zum Programm hinzu. Am 19. Mai könnt ihr auf dem Curiosity Channel übrigens bereits die Pay-TV-Premiere der Doku-Reihe Reifeprüfung extrem genießen. Also viel Spaß! Damit haben wir auch schon das Ende unserer Wettershow erreicht. Jetzt wisst ihr ganz genau, wo und wann ihr in den kommenden Tagen und Wochen einschalten müsst. Die einzelnen Sendetermine könnt ihr auch ganz einfach in der neuen TV Digital nachschlagen. Sämtliche Pay-TV-Sender sind in den TV-Paketen Vodafone Premium und Vodafone Premium Plus enthalten.
Und das war's dann auch schon wieder mit unserer heutigen Episode GigaTV Up and Coming. Mit uns seid ihr jetzt bestens gerüstet, um kein Highlight im TV, in der Videothek und im Stream zu verpassen. Mehr Infos und Hintergründe zu Kinohits wie Fantastische Tierwesen 3 und Netflix-Serien wie The Lincoln Lawyer findet ihr auch in der aktuellen Ausgabe der TV Digital. Wie immer ab jetzt in jedem Kiosk. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.